your heart. And I won't let this plane go down. I never meant to make you cry. I'll do what it takes to make this fly. Oh, you gotta hold on, hold on to what you're feeling. That feeling is the best thing, the best thing, alright. I'm gonna place my bet on us. I know this love is heading in the same direction. That's up. Hallihallo. Ich habe heute den zweiten Teil meiner Neuzugänge vom Dezember für euch. Im ersten Teil gab es ja die Bücher, die ich mir im Laufe des Dezembers oder beziehungsweise der ersten Dezemberhälfte selbst gekauft habe, beziehungsweise Rätselexemplare, die hier eingezogen sind. Und jetzt im zweiten Teil habe ich die Bücher für euch, die ich zu Weihnachten und zum Geburtstag geschenkt bekommen habe und die Bücher, die im Rahmen des Tauschpakets mit Kevin Morgenstern und des Wichtelpakets vom Weihnachtswichteln bei mir eingezogen sind. Insgesamt sind es nochmal 14 Neuzugänge. Das ist so heftig. Ich hatte ja in dem ersten schon, glaube ich, 7 oder 8. Ich glaube, es waren 7. Und zu Weihnachten habe ich nur 2 Bücher geschenkt bekommen von meiner Familie. Da dachte ich noch so, ja, okay, wird wohl nicht so viel werden, aber zu meinem Geburtstag ist es praktisch explodiert. Ich habe fast nur Bücher bekommen und dadurch ist es jetzt alles doch etwas viel geworden, aber es sind so tolle Bücher dabei. Ich habe mich über jedes einzelne so gefreut. Das ist unglaublich. Oh, ich freue mich schon darauf, die alle zu lesen. Es sind auch sehr viele Fortsetzungen dabei, sodass ich rein fortsetzen kann, ein paar sogar beenden kann, ja. Und von daher, ja, ist es einfach toll und ich freue mich darüber, auch wenn es mein Sub nochmal so ein bisschen in die Höhe hat schellen lassen, aber gut. Ja, insgesamt 14 neue Bücher und ich denke, ich fange auch direkt an, damit das Video nicht zu lang wird. Und ich fange mit dem Buch an, über das ich mich ganz besonders gefreut habe und über das ich, glaube ich, auch das meiste zu erzählen habe. Und zwar ist das dieses Prachtexemplar hier, das Schiff des Theseus von V.M. Straker. So, ja, das Buch habe ich zu Weihnachten bekommen und es ist, ich wollte es unbedingt haben. Ich habe mich so gefreut. Dieses Buch ist echt ein wahrer Schatz. Es ist so unglaublich. Ich muss euch da ein bisschen was zu zeigen, damit ihr meine Begeisterung nachvollziehen könnt, weil es echt genial ist. Erstmal kommt dieses Buch in diesem dunklen Schuber. Ich nehme es da jetzt mal raus, um euch da so ein bisschen mehr zeigen zu können. Und so sieht das Ganze dann ohne Schuber aus. Macht so vom Aussehen nicht viel her, aber was drin steckt, ist unglaublich. Dieses Buch hat nämlich erstmal 2 Geschichten. Es gibt einmal die Geschichte des Buchs Das Schiff des Theseus an sich. Da geht es irgendwie um einen Mann, der irgendwie keine Ahnung von seiner eigenen Vergangenheit hat und der wird auf irgendein Schiff verschleppt und tritt dann eine sehr abenteuerliche und gefährliche Reise an. Das ist die Geschichte um das Schiff des Theseus. Dann gibt es aber noch eine andere Geschichte. Und zwar ist es so, dass dieser Autor V.M. Straker, der ist halt auch, Mensch, jetzt fehlt mir das Wort, fiktiv, und ist eine Legende. Er ist eines der größten Rätsel, weil niemand genau weiß, wer genau hinter diesem Autor steckt. Und so kommen wir zur zweiten Geschichte. Es gibt nämlich in diesem Buch Randnotizen von Leuten, die dieses Buch gelesen haben. Und zwar hat wohl ein Student oder wer auch immer dieses Buch gelesen und an die Seiten irgendwelche Notizen gekritzelt. Und ein anderes Mädchen hat dann das Buch gefunden und hat ihre eigenen Anmerkungen gemacht. Und so spinnt sich zwischen den beiden so ein Dialog und das entwickelt so eine ganz eigene Geschichte. Und sie versuchen halt gemeinsam, wie viele andere auch schon, herauszufinden, wer denn dieser Autor des Buchs ist. Ich werde euch das gleich alles mal zeigen, damit ihr das besser nachvollziehen könnt. Und dann liegen in diesem Buch zwischen den Seiten ein Haufen Sachen. Da gibt es Zeitungsartikel, Briefe, Fotos, alles Mögliche. Sachen, auf die die beiden jungen Leute da halt stoßen, während sie versuchen herauszufinden, wer dieser Autor ist. Weil die kommunizieren ja nur über dieses Buch miteinander und legen sich dann wahrscheinlich immer gegenseitig diese Sachen da rein. Und ja, so viel zum Inhalt. Ich glaube, ich zeige euch das einfach mal. Erstmal, was ich total cool finde auch, das ist ja in der Geschichte, ist das ein Bibliotheksbuch. Und dieses ganze Buch ist auch so auf alt und benutzt getrimmt. Ich glaube, ihr könnt das jetzt nicht richtig sehen, aber die Seiten sind halt so total vergilbt auch schon. Innen drin, wenn man es aufschlägt, steht hier als erstes Leihexemplar, weil es halt in der Geschichte ein Bibliotheksbuch ist. Und dann fängt das schon auf der Titelseite an mit diesen ganzen schriftlichen Notizen. Total genial. Ich schlage jetzt mal irgendeine Seite auf, wo nichts drin liegt. Oh Gott, das ist gar nicht so einfach. Ah,
um euch zu zeigen, wie das dann noch so in der Geschichte aussehen kann. Oh Gott, hoffentlich fällt jetzt nichts raus. So sieht das dann aus. Und die eine Farbe ist halt immer von dem Jungen und die andere von dem Mädchen. Und ich glaube, dann sind da noch zwischendurch mal Notizen von irgendwelchen anderen Leuten, die vorher das Buch gelesen haben. So, und dann liegt zum Beispiel hier auf Seite 38 so ein Zeitungsartikel drin. Oder hier später gab es zum Beispiel noch mal eine Postkarte aus Brasilien, die natürlich auch beschrieben ist. Und so geht das immer weiter. Das zieht sich so durchs ganze Buch. Überall liegen irgendwelche Sachen drin. Überall sind diese Randnotizen. Und was haben wir denn hier? Ah, hier haben wir nochmal eine Karte. Und da drin ein alter Zeitungsausschnitt. Und ja, ich finde das total faszinierend, total genial gemacht. Das Ganze ist eine limitierte Edition. Limited Edition, wie auch immer. Kostet neu 45 Euro, glaube ich. Also ist auch ziemlich teuer. Und Cossi von Cossis Welt meinte, die hat das Buch auch bekommen. Und sie hat irgendwie gesagt, dass es von diesem Buch in dieser Form nur eine Auflage jetzt gibt. Halt die jetzt aktuelle. Und danach wird nichts mehr nachgedruckt, weil die Produktion wohl einfach zu aufwendig wäre. Was ich mir auch gut vorstellen kann. Ich frage mich, wie diese ganzen Sachen da in die Seiten gekommen sind und ob diese Notizen von irgendwem praktisch vorgeschrieben werden, weil die halt so total echt handschriftlich aussehen und ob die dann da irgendwie reingedingst werden am Computer, keine Ahnung. Aber ich finde dieses Buch einfach genial und total faszinierend und das ist für mich, es ist echt ein Schatz von Buch und ich freue mich so, dass ich es bekommen habe. Ich werde mal gucken, wann ich die Zeit finde, es zu lesen. Ich kann mir vorstellen, dass das echt ein bisschen länger dauert, weil man muss ja praktisch immer die Seite lesen. Also die Geschichte, dann die Randnotizen dazu und wenn da noch was zwischenliegt, muss man das an dieser Stelle auch lesen. Ist halt ganz wichtig, dass die Sachen genau an der Stelle in den Seiten liegen bleiben, weil sie halt Bezug auf diese Seiten wohl auch nehmen und da halt in der Abfolge der Geschichte richtig sind, weil es am Ende wohl sonst keinen Sinn macht, wenn man das alles rausnimmt und gesondert irgendwie liest. Und ja, von daher wird das wohl ein bisschen länger dauern. Das ist, denke ich mal, nichts, was man so in einem Rutsch mal an 2-3 Tagen wegliest, weil man sich ja da schon konzentrieren muss, wenn man zwischen den einzelnen Geschichten praktisch hin und her springt und wenn man dann natürlich selbst noch versucht, das Rätsel zu lösen, wer der Autor ist, ja, dauert das alles ein bisschen länger. Aber das ist echt so mein Highlight-Geschenk gewesen. Da habe ich mich echt wahnsinnig drüber gefreut. So, ich werde das auch gleich mal wieder hier ins Regal stellen. So, damit ich da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, drauf falle oder sowas. Und dann geht es weiter mit den anderen Büchern. Und ich glaube, ich muss mal gleich meinen Akku an die Steckdose anstöpseln, weil er schon wieder Faxen macht und schon wieder fast leer ist. So, wo fange ich an? Von, wann war das? Zum Geburtstag habe ich den Abschluss einer Trilogie bekommen, auf den ich mich schon sehr freue. Und zwar war das von Sophie Jordan, Firelight, Leuchtendes Herz. Das ist der dritte Teil der Trilogie und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich habe ja im November, war es glaube ich, den zweiten Teil gelesen, endlich mal. Und ich möchte jetzt mit dem dritten auch schnellstmöglich weitermachen und dann ja, endlich erfahren, wie diese Geschichte ausgeht. Ich mag die Trilogie wirklich sehr gern und ich denke, ich werde dann auch von Sophie Jordan weitere Bücher lesen. Es kommt von ihr jetzt auch demnächst eine neue Fantasy-Reihe. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich habe das gestern nur zufällig gesehen. Ja, aber ich verlinke es euch. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das neue Buch von ihr unten in der Infobox. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie diese Trilogie jetzt enden wird. Und ja, bin auch schon so ein bisschen ungeduldig darauf, das Ganze abzuschließen und dann mal wieder eine Reihe abgeschlossen zu haben. Aber ich freue mich auch einfach sehr auf dieses Buch. Dann ist bei mir eingezogen, auch an meinem Geburtstag, von Joss Stirling, Misty Falls, wie auch immer. Das ist der neue Band in der Macht der Seelen-Reihe und ja, dreht sich um die gleiche Geschichte. Diesmal geht es halt um Misty, die besondere Gabe hat, immer die Wahrheit sagen zu müssen in jeder Situation, was sie natürlich immer wieder in sehr peinliche Situationen und auch chaotische Situationen bringt. Dann begegnet sie Alex und in dieser Reihe geht es ja um Savants, die also Menschen mit besonderen Begabungen und jeder von ihnen hat diesen einen perfekten Partner, diesen Seelenspiegel und die verbringen praktisch den Großteil ihres Lebens damit, diesen Seelenspiegel zu finden, weil sie weil das halt die einzige Person für die ist, mit der sie wirklich immer glücklich werden können.
Und ja, die Frage ist natürlich, ist jetzt Alex der Seelenspiegel von Misty? Ich freue mich schon sehr auf das Buch. Das werde ich im Februar zusammen mit Jessie von Melody of Books lesen. Und wir haben ja auch die ersten drei Teile zusammen gelesen. Und deswegen musste ich es jetzt sowieso haben und war so klug, es mir zum Geburtstag zu wünschen. Ja, und ich bin schon sehr gespannt darauf, wie es jetzt im vierten Teil weitergeht. Beziehungsweise keine Ahnung, ob das eine gesonderte Reihe darstellen soll, weil ich eigentlich dachte, das wäre eine Trilogie, aber gut. Mein Bruder hat mir zum Geburtstag geschenkt von James Dashner, der Game Master, Tödliches Netz. Das ist ja nach der Die Auserwählten-Trilogie, die neue Trilogie von James Dashner. Und ich habe von Die Auserwählten den dritten Teil noch nicht gelesen. Den werde ich jetzt erst noch lesen müssen. Und dann widme ich mich diesem Buch ja, bevor dann der zweite Teil rauskommt, hoffentlich noch. Ich glaube, das dauert gar nicht mehr so lange. Und hier geht es irgendwie um Computerspiele. Jetzt muss ich mal gucken. Es geht um Michael, der eine Cyberlegende werden will und dann aber plötzlich sieht, wie sich irgendwie im Internet in diesem Spiel oder wie auch immer ein junges Mädchen umbringt und dahinter steckt wohl ein Cyberterrorist. Ja, das Ganze klingt sehr nach virtueller Welt, nach Computerspielen und Internet, und ich muss mal gucken, ob das überhaupt sowas für mich ist. Das klingt halt sehr spannend, und ich habe mag James Dashners Stil so aus der Auserwählten-Trilogie, aber ob das von der Thematik wirklich hundertprozentig so meinen Geschmack trifft, muss ich erst mal gucken, weil das klingt wirklich schon sehr Game- und Internet orientiert, und von daher mal schauen, wie mir das so gefallen wird. Dann habe ich bekommen wieder den Abschluss einer Trilogie, und zwar von Cornelia Funke, Reckless, das goldene Garn. Das ist der Abschluss der Reckless-Trilogie. Da geht es ja um, oh Gott, wie heißen sie denn? Jacob und Will heißen die, glaube ich. Zwei Brüder, die durch einen Spiegel in die Spiegelwelt eintreten, und in dieser Welt sind praktisch alle Märchen, die man so kennt, die es so gibt, real. Die gibt es da wirklich. Die Welt baut sich praktisch aus diesen Märchen zusammen, und das Ganze, ja, ist eine wirklich spannende Geschichte. Mir haben die ersten beiden Teile gut gefallen, so von der Geschichte her. Ich hatte da aber irgendwie immer so ein bisschen Probleme mit der Art, wie sie erzählt war, mit dem Schreibstil von Cornelia Funke, was mich total überrascht hat, weil aus Tintenherz zum Beispiel kenne ich die Autorin ja auch, und da, also das hat mir richtig gut gefallen, das ließ sich richtig gut lesen. Bei den ersten beiden Teilen von Reckless hatte ich aber immer so ein bisschen meine Probleme. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich wissen, wie die Geschichte ausgeht, und freue mich jetzt sehr über den dritten Teil. Und ja, ich finde den wunderschön. Also für mich ist das bisher der schönste von den dreien. So von der Farbe her, und sonst hatte man ja irgendwie so im Mittelpunkt, einmal war es ein Kopf und einmal, glaube ich, ein Schmetterling. Weiß ich gerade gar nicht aus und so. Aber hier fängt es halt so am Rand an und baut sich so auf, und es ist halt eher so ein zartes Muster und nicht so bäm wie die anderen beiden, und ja, finde ich einfach sehr schön, und von den Farben her würde es natürlich eigentlich sehr gut noch in den Winter passen, aber mal gucken, wann ich das lese, wann ich das schaffe. Es hat ja fast 500 Seiten, nicht ganz, aber es ist natürlich schon eine Nummer, wenn man von vornherein weiß, dass man mit dem Stil nicht so hundertprozentig klarkommt. Aber mal gucken, vielleicht überrascht mich der dritte Band und hier ist das alles ein bisschen anders. Mal schauen. In meinem Wichtelpaket vom Booktuber Weihnachtswichteln war auch ein Buch, über das ich mich sehr gefreut habe. Und zwar war das von Jessica Sorensen, Die Liebe von Kelly und Caden. Das ist der zweite Band von der Geschichte um Kelly und Caden, und ich freue mich wirklich schon sehr, da jetzt endlich weiterlesen zu können. Mir hat der erste Teil ja wirklich sehr gut gefallen, genau wie die ersten beiden Bücher um Ella und Micha schon. Und von daher, ja, freue ich mich einfach darauf, dass ich jetzt den nächsten Teil habe. Vor allem, weil ich im Moment so echt in der Stimmung bin für so alle möglichen romantischen Geschichten, Liebesgeschichten und alles, was in diese Richtung geht. Und ich habe davon aber echt erstaunlich wenig in meinem Regal, weil das lange Zeit ja so überhaupt nicht mein Genre war. Da habe ich ja erst letztes Jahr eigentlich so wirklich mit angefangen, dass ich da wirklich mehr gelesen habe. Vorletztes Jahr auch schon so ein bisschen, aber letztes Jahr hat das eigentlich dann schon noch deutlich zugenommen, und ja, jetzt im Moment habe ich da total Lust drauf, von daher bin ich froh, dass sich in meinem Regal dann ein weiteres Buch aus dieser Richtung befindet. Dann ebenfalls eine Fortsetzung war von Jonathan Stroud, Lockwood und Co., Die raunende Maske, der dritte Teil von Lockwood und Co., und auch auf dieses Buch freue ich mich schon wahnsinnig, weil mir die ersten beiden Teile um diese Geisterjäger-Agenturen ja schon wirklich sehr gut gefallen haben. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu
nicht sogar eine Rezension gemacht habe. Da müsste ich mal nachgucken. Für den Fall des Jahres verlinke ich euch die natürlich. Ja, ich denke, ich brauche dazu nicht mehr viel sagen. Und ich freue mich einfach wahnsinnig darauf weiterzulesen. Der zweite Teil hat von mir, glaube ich, sogar 5 Sterne bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Weil ich finde, diese Bücher, sie sind spannend. Sie sind tatsächlich auch so ein bisschen gruselig. Sie sind aber auch witzig und total locker geschrieben und es macht einfach mega Spaß, sie zu lesen. Und ich freue mich auch einfach schon darauf, jetzt weiterzumachen. Wobei ich glaube, ich hebe mir das echt wieder so für den Oktober auf. Da habe ich die ersten beiden Teile auch gelesen, so im Oktober. Und das hat einfach gepasst, weil es passt einfach so in diesen Monat, in dieses dunkle, trübe. Und dann ist ja auch Halloween und so und das hat einfach echt gut gepasst. Also von daher, wenn ich mich beherrschen kann und nicht zu neugierig bin, werde ich das wohl echt erst dann wieder zum Jahresende hinlesen. Dann habe ich bekommen von meinem anderen Bruder zum Geburtstag, und da habe ich mich auch wahnsinnig drüber gefreut, von Britta Sabag, Stolperherz. Und ja, ich glaube, dieses Buch habt ihr alle schon mal gesehen. Das war auch vor einiger Zeit ja hier groß in sämtlichen Videos und irgendwie hat es jeder gelesen. Und ich saß da immer und dachte, ja, eigentlich interessiert es sich schon, aber irgendwie auch nicht und war mir nicht so sicher. Und dann in letzter Zeit dachte ich mir aber immer öfter, okay, das musst du eigentlich auch lesen, weil es interessiert dich eigentlich schon. Und dieser Hype ist ja jetzt erstmal vorbei. Das ist jetzt also nicht so ein Mitläufer-Ding. Und von daher willst du das jetzt doch haben. Und dann habe ich es mir einfach zu Weihnachten eigentlich gewünscht bekommen, habe ich es dann zum Geburtstag. Und ja, jetzt freue ich mich da wahnsinnig drauf. Ich denke, das werde ich an einem Tag, wenn ich mal komplett Lust drauf habe, mich jetzt diesem Buch zu widmen, dann werde ich das an einem Tag durchlesen und dann, ja, weiß ich endlich, ob es mir auch gefällt oder nicht. Dann das zweite Buch, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Und zwar ganz unweihnachtlich war das von Max Rode, Die Blutschule. Max Rode ist ja besser bekannt als Sebastian Fitzek. Und das ist halt sein erstes Buch unter seinem richtigen Namen. Und ist aber natürlich wieder ein Thriller, wie, glaube ich, das Cover schon unweigerlich feststellen lässt. Hier geht es um zwei Teenager, nämlich Simon und Marc, die von Berlin in die Einöde Brandenburgs ziehen. Und sie freuen sich, dass sie halt zumindest Sommerferien haben, die sie genießen können, trotz allem. Aber ihr Vater macht ihnen da einen Strich durch die Rechnung und bringt sie irgendwie in eine ganz besondere Schule mitten im Wald auf einer einsamen Insel mit einem grausamen Lehrplan, der sonst in der Hölle unterrichtet wird. So steht es auf dem Klappentext. Ich habe mal eben zitiert, weil ich es gerade aus dem Kopf nicht mehr so hingekriegt habe. Klingt sehr düster und gruselig und ich habe irgendwie echt so ein bisschen Angst vor dem Buch. Es klingt echt spannend. Und ja, ich kenne ja Fitzeks Talent schon recht gut. Ich habe ja vor allem beim Augensammler war das, wo ich echt gebibbert habe und gezittert und abends auch, ich konnte nicht aufhören, das war schon mitten in der Nacht und ich wusste, ich kann jetzt eh nicht schlafen, nachdem ich das gelesen habe und dann kann ich auch einfach das Buch zu Ende lesen und es hat mich echt so gepackt und gefesselt wie selten ein anderes Buch und von daher, ja, ich glaube, das hier könnte auch so ein Buch sein. Es ist ein bisschen dünner, es hat nur so 270 Seiten, aber das bedeutet, dass ich es wirklich an einem Abend durchlesen kann, wenn ich Lust habe. Das nächste ist auch ein Fitzek und zwar sein anderes neues, nämlich das Joshua-Profil. Ja, das habe ich mir ja auch auf die To-Read-List für den Januar gepackt. Ich habe es noch nicht angefangen, aber der Januar hat ja noch ein paar Tage und Wochen. Von daher sollte ich das schaffen. Ich denke, auch da werde ich recht schnell durch sein, vorausgesetzt natürlich, das Buch ist so gut, wie ich es mir hoffe. Und hier geht es um einen stillen und braven Schriftsteller, nämlich um Max, der sich noch nie was hat zu Schulden kommen lassen, ganz anders als sein Bruder, der in einer psychiatrischen Sicherheitsverwahrung irgendwie sitzt. Aber aus irgendeinem Grund wird Max in wenigen Tagen ein schreckliches Verbrechen begehen. Und jetzt ist mein Akku leer. Kleinen Moment. So, wo war ich? Genau, Max wird ein schreckliches Verbrechen begehen, wovon er jetzt noch gar nichts weiß, was er sich auch gar nicht vorstellen könnte. Aber aus irgendeinem Grund gibt es Leute, die das schon wissen und die das natürlich um jeden Preis verhindern wollen, selbst wenn das heißt, dass sie Max töten müssen und so beginnt eine schreckliche Jagd auf ihn und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Klingt wieder nach einer sehr spannenden Geschichte und wie gesagt, da freue ich mich auch schon wirklich sehr auf diesen Monat. So, jetzt habe ich hier noch 4 Bücher, 10 haben wir schon abgearbeitet. Das nächste habe ich von Claire Morgenstern zum Geburtstag bekommen und zwar ist das von Carina Bartsch, Türkisgrüner Winter. Auch auf diese Fortsetzung freue ich mich schon sehr. Zum einen, weil der erste Teil schon mega lang zurückliegt und ich meine, das ist eine Reihe mit 2 Teilen, die sollte man eigentlich recht schnell und zeitnah durchlesen können. Aus irgendeinem Grund hat es aber irgendwie,
ja, kam es nie so, dass ich mir mal den zweiten Teil irgendwie bestellt oder gekauft hätte. Jetzt habe ich ihn endlich und ich freue mich schon sehr darauf, ihn zu lesen, wobei ich glaube, dass ich den ersten Teil nochmal kurz überfliegen muss, weil ich so nicht mehr alles im Kopf habe. Ich glaube, ich muss mein Gedächtnis da echt nochmal so ein bisschen auffrischen oder mir irgendwie eine Zusammenfassung suchen und durchlesen. Aber dann kann es hier losgehen und dann kann ich auch diese Reihe endlich abschließen. Und ja, der erste Teil hat mir wahnsinnig gut gefallen. Von daher freue ich mich natürlich auch einfach auf die Geschichte wieder. Das nächste Buch hat mir auch Clary Morgenstern geschenkt. Allerdings war das in unserem Tauschpaket. Und zwar war das von Brody Ashton Ewiglich, die Hoffnung. Der zweite Teil der Ewiglich-Trilogie. Den ersten Teil habe ich auch schon vor einer gefühlten Ewigkeit gelesen. Auch hier werde ich, denke ich, den ersten Teil nochmal neu durchblättern können. Also ich weiß noch, dass es da irgendwie um ein Mädchen ging, was irgendwie, ja, jetzt kommt es, in der Unterwelt oder irgendwie so fest saß. Und dann kommt sie zurück und sie hat irgendwie so und so viele Tage, um sich ja zu verabschieden praktisch, um nochmal richtig zu leben, bevor sie wieder zurück muss in diese Unterwelt oder was auch immer genau das jetzt war. Ich glaube, es hieß irgendwie anders. Das Ganze ist aber nicht so einfach, weil sie halt dann auf ihre große Liebe trifft, die sie natürlich nicht verlassen möchte. So ungefähr war das Ganze. So habe ich es jetzt noch im Kopf. Wie gesagt, ich glaube, ich muss den ersten Teil echt noch mal ein bisschen überfliegen, bevor ich mich dann im zweiten Teil widme. Und ich denke, wenn ich den zweiten Teil gelesen habe, werde ich den dritten ziemlich zeitnah hinterher schieben, weil auch diese Reihe schon, ja, wie gesagt, ewig begonnen ist und es wird Zeit, sie endlich zu beenden, was ja sowieso mein Motto für dieses Jahr ist, rein zeitnah fortzusetzen und zu beenden. Das nächste ist, ja, im Gegensatz dazu der Anfang einer Reihe und zwar ist es von, wie heißt die gute Frau, Jennifer Donnelly, die Waterfire-Saga, das erste Lied der Meere, also der erste Teil der Reihe, keine Ahnung, wie viele Teile sie haben wird. Hier geht es um Meerjungfrauen irgendwie, um Prinzessin Serafina, die Albträume hat und mit ihrer Freundin Nela macht sie sich auf den Weg, um 4 weitere Meerjungfrauen aus Serafinas Träumen zu finden. Diese 6, die es ja dann letztendlich sind, stellen 6 Talismane dar, die Zerstörung der Welt verhindern sollen. Ich bin ja sehr gespannt darauf. Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch gelesen, was sich so komplett unter Wasser abspielt, aber hier scheint es so zu sein. Es sei denn natürlich, diese Meerjungfrauen können an Land gehen und sich in Menschen verwandeln, so. Das weiß ich jetzt noch nicht, das werde ich dann lesen. Aber ich bin da schon sehr gespannt drauf und ich denke, ich werde es lesen, wenn es draußen wieder etwas wärmer wird, weil es dann so vom Wasser her, vom Feeling her, denke ich, ganz gut passen wird. Das letzte Buch ist ein zweiter Teil, auf den ich mich auch wirklich wahnsinnig freue. Den hat mir auch Clary Morgenstern im Rahmen des Tauschpakets geschickt und ich bin da schon so gespannt drauf und ich freue mich da so drauf. Ah, der erste Teil, das ich dir gelesen habe, das liegt auch fast ein Jahr zurück. Das war im Frühling irgendwann, ich glaube im April. Ja, März oder April. Und zwar rede ich von Poison Princess von Cressley Cole. Das ist der zweite Teil, Der Herr der Ewigkeit heißt er und ja, ich freue mich da schon so wahnsinnig drauf. Der erste hat mich so geflasht. Der hat ja irgendwie 600, 620 Seiten oder irgendwie sowas. Und ich habe es, glaube ich, an 2 Tagen einfach durchgesuchtet, weil es mir so gut gefallen hat. Und ich wollte es auch einfach nicht zur Seite legen. Und ich glaube, es fing sogar so an, dass ich abends vorm Schlafen gehen nur mal kurz reinlesen wollte und dann fast 100 Seiten in einem verschlungen habe. Also es war echt genial. Ein wirklich geniales Buch. Eins meiner Highlights aus dem letzten Jahr. Und es geht da um... wie heißt sie? Ivy, wie auch immer. Ja, und die Welt, es gibt irgendwie eine schreckliche Katastrophe, die Welt zerstört und kaum noch jemand überlebt. Und die Welt ist trockenes Ödland, es wächst halt auch kaum noch was. Und inmitten dieser Katastrophe trifft Ivy auf Jack, den klassischen Bad Boy. Und zusammen schlagen sie sich so durch die Welt und dabei entdeckt Ivy, dass sie eine ganz besondere Gabe hat. Dass mit ihr irgendwas anders ist, war ihr schon immer klar, weil sie so komische... ja, Visionen oder Tagträume hatte, mit denen sie nichts anfangen konnte. Und dann entdeckt sie aber wirklich noch eine andere Gabe an sich. Und diese Gabe könnte ihnen allen das Leben retten. Und ja, wie gesagt, der erste Teil war echt genial. Wenn ihr von dem Buch noch nichts gehört habt, schaut euch das auf jeden Fall genauer an. Ich verlinke es euch natürlich wie immer unten in der Infobox. Und ja, ich bin einfach nur wahnsinnig gespannt auf den zweiten Teil und freue mich da wirklich schon sehr drauf. Und bin froh, dass ich ihn jetzt in meinem Regal habe. So, das waren sie, meine anderen 14 restlichen Neuzugänge, meine Geschenke. Jetzt im Januar werde ich den Gürtel, was das Bücherkaufen angeht, ein bisschen enger schnallen. Definitiv, ich werde es wirklich machen. Mir bleibt auch nicht wirklich eine andere Wahl.
weil der Dezember doch immer ein recht teurer Monat ist und mein Gehalt wird jetzt dummerweise nicht mehr Mitte des Monats ausgezahlt, wie es sonst immer war, sondern erst Ende des Monats. Was bedeutet, dass ich die Zeit von Mitte Dezember bis Ende Januar mit einem Gehalt, einem Monatsgehalt durchstehen muss, in Anführungszeichen. Das sind fast 7 Wochen, weil der Januar ist ja immer ein bisschen länger. Und von daher ist das natürlich echt heftig. Und da im Dezember viel Geschenke gekauft worden und so, muss ich jetzt bis Ende Januar etwas sparen. Das heißt, mir bleibt eigentlich gar keine andere Wahl, als diesen Monat weniger Bücher zu kaufen. Was meinem Sub, denke ich mal, ganz gut tut. Aber dazu kommen wir in meinem Sub-Video, was es, denke ich mal, morgen geben wird. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, viel Spaß und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss! This plane go down. I never meant to make you cry. I'll do what it takes to make this fly. Oh, you gotta hold on to what you're feeling. That feeling is the best thing, alright. I'm gonna place my bed on us. I know this love is heading in the same direction.